Dach der Welt. Da steht ein Storchennest, da sitzen hunderttausend kleine Babys drin. Ein liebevolles Storchenlied aus guten alten, fast vergessenen Tagen. Schon im nächsten Jahrzehnt wird es keine Dächer mit Storchennestern mehr geben, sollten die düsteren Prognosen der Vogelschützer zutreffen. Dann nämlich soll Freund Adebar in unseren Breiten aufgehört haben zu existieren. Und was ist die Ursache dafür? Der Hauptgrund des Rückgangs bei uns im mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet des Weißstorchs liegt in erster Linie an einer tiefgreifenden Veränderung der Landschaft. Flurbereinigungsmaßnahmen ebenso wie wasserbauliche Maßnahmen haben dem Storch in den letzten 20 Jahren zunehmend das Nahrungsangebot entzogen. Die Folge ist, dass brutfähige Störche für die Jungenaufzucht die nötige Nahrung nicht mehr herbeischaffen können und der Storch dann in der Folgezeit das Nest meidet. Lässt sich dieser Zustand nicht bessern in den nächsten Jahren, so ist mit einem weiteren Rückgang der Brutpaarzahlen des Storchs bei uns zu rechnen und in nicht allzu ferner Zukunft auch ein Aussterben möglich. Futtermangel als Hauptursache ist bei den Fachleuten umstritten.